Wir sind einer der führenden Logistikdienstleister im süddeutschen Raum. Wir haben keine Standleitung zu Scaltel, eher wohl eine VPN-Verbindung. Aber trotzdem bei Projekten ist in diesem Bereich Scaltel unser erster Ansprechpartner, eine IT-Infrastrukturtechnik. Ein zuverlässiger Partner, der uns immer wieder bewiesen hat, dass er uns in dringenden Situationen flexibel unterstützen kann. Und seither, gut 20 Jahren, arbeiten wir zusammen in diesen Bereichen. Scaltel ist unsere erste Wahl. Wir haben Zuwachsraten, die zum Teil zweistellig sind. Und durch dieses starke Wachstum sind die Herausforderungen, die an uns gestellt wurden, auch entsprechend hoch. Wir kriegen die Anforderung, wir bauen ein neues Hochregallager. Meist innerhalb sehr kurzer Zeit müssen wir die Planungsgrundlagen liefern, elektroseitig, WLAN-seitig, netzwerkseitig für diese Gebäude. Und genau in dem Fall war die besondere Herausforderung, wir hatten zwei große Neubauprojekte eigentlich zur gleichen Zeit und haben dann mit Scaltel zusammen innerhalb kürzester Zeit eine Planung entworfen und dann neben der Planung und der Angebotsphase dann auch sehr schnell die Infrastrukturen bereitgestellt, WLAN-seitig. Die Schwierigkeit, WLAN in solch einer Halle zu integrieren, sind die räumlichen Gegebenheiten und dann später auch die Bestückung des Lagers mit Waren. Also welche Güter werden gelagert, welchen Aufbau haben diese Güter. Der Partner muss einfach in der Lage sein, all das, was hier vorzufinden ist, zu bedenken, wenn es darum geht, Access Points aufzuhängen. Und das ist gerade eben bei so einem Hochregallager nicht ganz trivial. Da ist unheimlich viel Metall, da sind ständig wechselnde Belegungen in den Regalen und das ändert einfach die Ausleuchtung andauernd. Um so eine funktionierende WLAN-Infrastruktur bereitzustellen, gerade in so komplizierten Umgebungen wie in so einem Hochregallager, da brauchen wir natürlich einen Partner, der ganz genau weiß, was er tut. Denn ich kann die Access Points an jeder Ecke aufhängen, aber die möchte der Kunde nicht bezahlen. Insofern brauchen wir immer eine Abwägung zwischen bestmöglicher Abdeckung, aber dem kleinstmöglichen Hardware-Einsatz, damit am Ende der Kunde zufriedengestellt ist. Und für sowas brauchen wir top ausgebildete Partner wie eine Scaltel. Der Kunde hat sich dann auf Basis unseres Vorschlags für eine Cisco-Lösung entschieden. Und ja, seit Mitte letzten Jahres sind wir hier in der Projektumsetzungsphase und es läuft sehr erfolgreich. Und sobald alles abgeschlossen ist, wird dieses Projekt auch in den entsprechenden Service übergehen, wo der Kunde dann mit uns einen langjährigen Servicevertrag schon abgeschlossen hat.